Leute, ich bin's wieder, Ali, und wir spielen Paper Mario 2. Im letzten Part trafen wir Professor Goombas und reden nun mit ihm über den Schatz hinter dem Äonentor. Und ich glaube, dass es diesen Schatz wirklich gibt. Deshalb bin ich ein Fan. Eine sehr kluge Antwort. Wenn das so ist, würde ich dir nach Kräften helfen. Also, schon zu dem Schatz selbst gibt es viele Fragen. Einmal ist die Rede von zahllosen Juwelen, dann wieder von einem magischen Item. Manche sagen, der Schatz sei ein Monster, andere, die Schatzkiste ist leer. Toll. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was davon wahr ist und was nicht. Aber ich weiß, wie man den Schatz findet. Ihr braucht dafür die Sternjuwelen. Sie meinen die Sternjuwelen aus der alten Legende? Nach der sich das Äonentor öffnet, wenn alle 7 Sternjuwelen vereint sind? Genau. Wie die Legende besagt, um den Schatz zu bekommen, muss man zunächst die 7 Sternjuwelen suchen. Der Besitz der magischen Karte. Halte diese von dem Äonentor in die Höhe. So dann werden die Sterne ihnen den Weg zu den Sternjuwelen weisen. Die alten Quellen sagen also, man soll die magischen Karte von dem Tor hochhalten. Dann erfährt man, wie man zu den Sternjuwelen kommt. Genau, besagtes Äonentor soll sich in den Katakomben dieser Stadt befinden. Aber die magische Karte ist natürlich das Wichtigste. Und die haben wir nicht. Doch, wir haben sie. Die magische Karte befindet sich nämlich in Marios Besitz. Was? Wirklich? Erklär! Kannst du sie mir zeigen? No? Okay, doch. Das ist das Original. Ja, das ist sie. Die echte magische Karte. Und sie gehört wieder mir. Du bist großartig, umwerfend, wundervoll, exzellent. Ich weiß. Damit, wenn du diese Karte vor dem Tor hochhältst, verrätst du dir, wo sich die Sternjuwelen befinden. Sie sagen es, Prof. Worauf warten wir also noch? Gumbrina, Mario, auf, los, gehen wir mit der magischen Karte zum Äonentor. Oh, Professor Goombas weiß, wo sich das Äonentor befindet. Und er kommt mit uns mit. Er ist zwar kein Partymitglied, aber er zeigt uns, wo sich das Tor befindet. Den Zaun hier müsste man eigentlich entfernen können. Und er hat ihn weggeglitscht. Durch diese Röhre gelangt man in die Katakomben. Auf, los! Einfach mir nach. Okay, dann würde ich sagen, wir speichern vorher erst, weil mit dem Dolphin bin ich irgendwie nicht in der Lage, Safe State zu setzen. Was sehr schade ist. Wie dem auch sei, wir machen es ganz klassisch mit einem Speicherblock. Und es geht weiter. Wir begeben uns zur Röhre, die führt uns in die Katakomben, wo sich das Äonentor befindet. So, übrigens, ich habe eine kleine interessante Beschäftigung für euch gefunden. Ich werde gleich darauf eingehen, aber erst reden wir mit Professor Goomba. Was ich dir noch sagen wollte, Mario? Ja? Da unten gibt es allerlei seltsame Gestalten. Sei also vorsichtig. Kennst du übrigens schon die Action-Kommandos? Na klar. Wirklich? Wir sollten die Sicherheitshalber nochmal üben, oder? No. War ja irgendwie klar. Also, auf in den Untergrund. Du gelangst in die Röhre, indem du auf sie springst und den Control-Stick nach unten ziehst. Okay, und wir glitschen das Spiel. Okay, die Leute, die Action-Commands nicht kennen, ich werde sie euch gleich zeigen, denn gleich erwartet uns ein Kampf und ich habe die Gelegenheit, sie euch vorzustellen. Hey, Alter, gehört die Kleine etwa zu dir? Hä? Wie sieht's aus, Püppchen? Leitest du uns ein wenig Gesellschaft? Du wirst es nicht bereuen. Ist die Kleine nicht ein bisschen zu jung für dich, alter Rotzbremser? Eigentlich mag ich ja Leute, die kein Blatt von dem Mund nehmen. Aber ihr Typen seid widerlich. Also verzieht euch besser. Tja, Goomba halt. Du bist ja selber ein Goomba. Hey Jungs, die Kleine nimmt den Mund ganz schön voll. Wir werden dir deine freche Zuckerschnute schon stopfen. Ich weiß, was sie wollen. Big Booty Bitches, Big Booty Bitches. Ah! Okay, es geht los. Flucht ist in diesem Kampf nicht möglich. Oh nein. Hier haben wir die gesamte Bandbreite der Goombas versammelt. Ein Goomba, ein Pix-Goomba und ein Para-Goomba. Bei dem mittleren, dem Pix-Goomba, musst du besonders vorsichtig sein. Er trägt eine Pickelhaube. Du verlässt dich also, wenn du ihn kriegst. Den fliegenden Para-Goomba kannst du mit dem Hammer nicht angreifen. Bei ihm musst du einen eleganten Sprung anwenden. Und der dritte, der ist ein Opfer, mit ihm kann man alles machen. Je nach Art des Gegners sollst du also eine sinnvolle Angriffsart wählen. Na jetzt halt doch endlich die Klappe, Opa! Ach, noch etwas. Du kannst die Reihenfolge, in der ihr angreift, mit Y verändern. Gumbrina kann so auch vor dir angreifen. Merke das gut. Tu ich. Das wusste ich schon vorher. Okay, es geht los. Die Action-Kommandos. Ja.
fangen wir mit einem normalen Sprung an. Drücke vor der Landung A, denn dann passiert das hier. Und wenn man ein Timing hat, dann macht man ihm 2 Schaden. Und er ist down. Das man ihn von der Sinti Action Kommandos. Und Gumbrina kann Kopfnuss einsetzen und sie hat den Scanner. So, drücke im passenden Moment A. Im Gegensatz zu Gumbario muss man noch zielen. Das ist ein Pix-Gumba. Also sozusagen ein Gumba mit einer Pickelhaube. Maximale KP 2, Angstkraft 2, Verteidigung 0. Durch die Pickelhaube hat er eine höhere Angstkraft als ein normaler Gumba. Und wenn du ihm auf den Kopf springst, nimmst du selbst Schaden. Also Vorsicht. Okay. Nein, du bist nichts. Okay. Nose. So. Jetzt kommt der Hammer. Drücke den Control-Stick nach links und lass du auf den Keep auf links. Dann macht er 2 Schaden. Ja, das sind die Action-Kommandos. Okay. Kopfnuss. Bam. Der ist normaler Gumba geworden. Und wenn wir auch kurz vor dem Angriff des Gegners drücken, dann macht er uns keinen Schaden, wenn er nur einen Angriffspunkt hat. Und damit du was besiegt und halten 10 Sternpunkte. Es gibt übrigens die sogenannten Stylish-Kommandos, die werde ich euch ein anderes Mal zeigen. Ui! Tschüssel! Tschüssikowski! Oh, das geschieht denen recht. Aber die wollten doch nur Big Booty Bitches, Big, Big Booty Bitches. Ah! Na gut, Mario. Unterwegs werden hier noch einige dieser Typen begegnen. Versuche ihnen mit dem Sprung oder Hammer zuvorzukommen, bevor der Angriff beginnt. Gelingt dir das, erhältst du den Erstangriff im Kampf. Sobald du einen Gegner entdeckst, sollst du also ohne Zögern angreifen. Okay. Gut, eine Platte, die wird uns später noch wichtig sein. Hier können wir anscheinend noch nichts tun und uns fehlt wieder die Musik. Ja, Dolphin for the win. Los. Haha, yeah. Der Opa ist unten. Gehen wir ohne den Opa. Ach, der hat sich nach oben geglitscht. Mein Gott. So. Hier erwarten uns andere Gegner. Aber es sind auch Goombas. Was? Ich wollte nicht mit dir reden. Ich wollte den Erstangriff starten. Na, verdammt. Na, wir machen es halt. Wir machen ohnehin 2 Schaden. Weil wir timen können. Huah! Huah! Und er ist down. Was geben uns 3 Sternpunkte. Yay! Und es geht weiter. Warum hat der Hammer nicht funktioniert? Ich habe die ganze Zeit auf B gedrückt. Ist auch egal. Huh, huh. Komm. Huh. So, wenn wir ein Paragoma mit dem Hammer treffen. Oh, er hat ein Item. Seht ihr das? Eine Feuerblume. Eine Feuerblume kann alle Gegner in einem Feld angreifen. So, 3 Sternpunkte. Gib mir dein Item. Habe ich das Item jetzt bekommen? Nein, habe ich nicht. Okay, gut. Dann nicht. Ein Pix-Goomba. Komm her, komm her. Bam. Du hältst ein Item. Kann ich ihn aus der anderen Seite angreifen? Ha, ich habe ihn getroffen. Ich bin der Glitcher. Und auch er besitzt ein Item. Ich frage mich, wie ich das bekomme. Wo komme ich dein Item, bitte? Wenn ich lieb frage? Nee, mit lieb fragen funktioniert es auch nicht. Naja, hätte ja klappen können. 3 Sternpunkte. Und sobald wir 100 haben, gibt's ein Level Up. So. Was haben wir hier? Einen Pilz erhalten! Sehr schön. Bam! Bam! Ein Pilz und eine Feuerblume. Ein normaler Pilz stellt 5 KP wieder her. Feuerangriff gegen alle Gegner. Angstkraft 3. Sehr schön. Gut. Wir gehen erst nach links. Ein riesengroßer Schalter. Okay. Gut, dann nicht. Dann gehen wir erst in die Röhre rein. Glitch! Shadow Mario. Ja, wie ihr seht, hat das Spiel noch ganz viele Grafikfehler mit dem Dolphin. Aber ich meine, im Laufe des Spiels wird der Dolphin aktualisiert. Und mal schauen, vielleicht werden einige Bugs behoben. Und vielleicht können wir das Spiel irgendwann bugfrei spielen. Was zur Hölle ist das? Kabam! Bist du tot? Nein, du bist nicht tot. Aber ich würde es gern analysieren. So, Scanner. Ich drücke den passenden Moment A. Boom, Headshot! Das ist ein Spoing. Diese Dinger sehen aus wie Sperrholz mit Sprungfedern. Ein faszinierender Anblick. Und keiner weiß, wo diese Wesen eigentlich herkommen. Maximale KP 3, Angstkraft 1, Verteidigung 0. Sie
Sie sind zwar schnell, aber leicht zu besiegen. Zeigen wir ihnen, wer der Boss ist. Okay. Und damit wäre auch das Boing tot. Und auch er gibt uns 3 Sterne. Also leichte Gegner am Anfang. So. Thank you für die Münze. Da oben ist ein Schlüssel. Wir glitschen uns Treppen her. Okay, ihr seht, immer noch ein bisschen verbuggt, aber naja. Dagegen kann ich nichts tun. Dennoch ist es meiner Meinung nach sehr spielbar. Schlüssel erhalten. Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss. Bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 2.